Moin, herzlich willkommen zur fünften Folge von VLOWARE 9. Wir gehen eigentlich direkt auf den Server, denn heute sind ein paar Leute ausnahmsweise auch online. Top-Spieler. Killstrikes. Ah, nee, stimmt, man muss ja slash Varo Folge 4. Du hast dies als deine fünfte Folge angegeben. Jawohl. Hi. Na, wie geht's? So. Wir sind ja das letzte Mal in dieser Höhle stehen geblieben und dann musste ich mich auslocken. Und ich würde sagen, in der Höhle suchen wir weiter nach Dias, weil die ist echt saugroß. Was echt ganz gut ist, da unten ist ein Lavasee. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier... Oh fuck, ich darf nicht rennen, Mann. Auch bald schon wieder essen, Mann. Lol. Oh fuck. What the fuck? Wurde von hinten irgendwie geschubst, Mann. So. Achtung, Cordis ausblenden. Da! Sorry, dass ich mich dran erinnere. Okay. Ist da hinten noch nicht wirklich viel, aber ich baue Redstone ab einfach für ein Level, für ein bisschen XP, dann direkt das Wasser hier zu machen. Oh shit, kap mach. So, jetzt noch kurz warten. Was noch mal was? Oh shit! Wow! Dreckscreeper. Müsste ich halt echt nur noch ein paar Dias finden. Vielleicht ist dann noch ein. Ein Smaragd. Geil. Braucht die Menschheit auf jeden Fall. Du Scheiße, wie viel Lava ist hier bitte? Ich muss hier aus der Höhle raus, Mann. Da ist Cobblestone. Hier war schon jemand.
Ich muss aus der Dreckshöhle raus, Alter. Ich muss aus dieser Höhle raus. Ich muss hier raus, Mann. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ja, hier. Oh Gott, nein. Hier war schon jemand. Aber noch. Scheiße. Ich muss hier raus, Mann. Ich kann es halt echt nicht riskieren. Geil, dann muss ich die Quads gar nicht ausblenden, weil ja. Man braucht kein Schwein. Nein! Mein Gott! Alter, das ist mir gerade erst wurde mir gerade erst klar, dass der Cobblestone, den habe ich nicht gesetzt. Schon wieder. Muss an die Oberfläche, Mann. Alter, baue ich mich gerade in den Drecksberg rein oder was? Noch 7 Minuten. Scheiße. Geil. Okay. Sieht so aus. Geil, ich bin alleine auf dem Server, Mann. Yeah. So geil. Ich glaube, ich bin dafür, dass wir jetzt schon in der 5. Folge sind, im Gegensatz zu anderen, richtig schlecht equipped. Aber was will man machen, ne? Ich habe eigentlich mal gehört, dass man sich eigentlich ja quasi. Ich gehe jetzt hier oben hin. Kann man jetzt? Ja, okay, jetzt kann man splitten. Nee, ich mach hier alles rein, dann mache ich hier ein bisschen Fleisch, weil ich brauche echt Fleisch. So, und da baue ich mich
hier neben dem Berg. Neben dem Berg rein. Aber da. Weil ich brauche halt so langsam echt ein Drecks-Eisenschwert, Mann. Und Kuhleder. Auf jeden Fall Kuhleder. Da ist ein Creeper. Ich lasse das jetzt erstmal durchbrutzeln und hol da noch ein bisschen. Ich wollte ihn einfach explodieren lassen. So hobbylos bin ich. So. Ich hab. Warte. Ja! Geil. Noch 3 Minuten. Ich denke. Ja. Ich denke nicht viel. Auf jeden Fall brauche ich noch Kuhleder, oder? Kann er auch mit Kaninchen das machen? Ich weiß es gar nicht. Mir geht noch mal ein Buch so. Noch 3 Minuten. Ich will jetzt erstmal meine Sachen hier raus. Warum habe ich eigentlich 2 davon aufgestellt? Ich brauche nur eine. Aufsammeln wäre ganz gut. So, da gehe ich jetzt erstmal ein paar Kühe suchen, weil ich brauche halt echt Leder. Es sei denn, jemand weiß, ob das auch mit Kaninchenleder geht. Ich könnte mal Richtung Mitte laufen, das wäre, glaube ich, ganz interessant. Wenn ich wüsste, wo die Mitte wäre. Ich habe die Cordis von der Mitte vergessen. Manu. Ja, bitte. Ja, okay. Ich brauche Äpfel wegen Goldäpfeln und so. Oh. Alles klar, geile Animation. Oh, ich sehe gerade echt ziemlich wenig. Aua. Schafe, die geben auch Fleisch. Wolle brauche ich nicht, kannst du in den Arsch stecken. Noch 1 Minute. Ach Mann, ich habe gedacht, das wäre ein Schaf. Ich baue mich jetzt vorsichtshalber mal ein. Ist noch was?
So. Ich denke, das war's mit der fünften Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn nicht, dann halt eben nicht, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns. Ciao.